wo auch immer sie hin ist. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Und sehr geehrte Frau Bär, Sie haben sich gewünscht, dass ich Konfliktpotenzial rausnehmen soll mit meiner Rede. Den Gefallen kann ich Ihnen jetzt leider nicht tun. Wir sind aber in der ersten Lesung. Da darf man ja noch so ein bisschen frisch, fromm, fröhlich, frei von der Leber reden. Und das möchte ich heute auch tun. Ich erzähle mal was zum Hintergrund und zur historischen Einordnung dessen, was wir heute hier diskutieren. Die Landesverfassung und das Schulgesetz kennen bei den öffentlichen Grundschulen drei Arten. Das ist die Gemeinschaftsschule, das ist die Bekenntnisschule und die Weltanschauungsschule. Wobei die Weltanschauungsschule, die gibt es in freier Wildbahn nicht, die findet sich nur im Schulrecht. Also wir reden über Gemeinschafts- und Bekenntnisschulen. Als die Verfassung entwickelt wurde in Nordrhein-Westfalen, da hat der Gesetzgeber an alte Traditionen angeknüpft und kein neues Konzept gefahren, was er hätte tun können. Die Volksschule war in den deutschen Staaten im 19. Jahrhundert im Wesentlichen kirchlich geprägt. Die Literatur spricht von einer verstaatlichten Katecheseschule. Als der Staat immer mehr Einfluss genommen hat auf die Volksschulen, da wurde die konfessionelle Gliederung beibehalten. Warum die Konfessionen getrennt wurden, darüber möchte ich jetzt nichts weiter ausführen. Wer das wissen möchte, der mag sich mit der Geschichte des Kaiserreichs beschäftigen. Aber als dieses Kaiserreich zerfiel, 1918, da wurde diese Streitfrage Konfessionsschule, weltliche Schule oder die sogenannten Simultanschulen gelöst, und zwar im sogenannten Weimarer Schulkompromiss, nicht Kirchenkompromiss. Und der hat den Elternwillen vor Ort zum bestimmenden Faktor gemacht, und das gilt bis heute in Nordrhein-Westfalen. Außer bei uns in NRW gibt es öffentliche Bekenntnisschulen nur noch in Niedersachsen. Diese Schulen werden, um das kurz zu erklären, getragen von den Kommunen und unterrichten mit verbeamteten oder angestellten Lehrerinnen und Lehrern. Die sind landesangestellt. In allen anderen Ländern haben seit den 60er Jahren Gemeinschaftsschulen, also säkuläre Grundschulen, den Vorrang und vorhandene Schulen wurden umgewandelt. In Nordrhein-Westfalen wurden zwar die meisten Hauptschulen umgewandelt, aber eben nicht die Grundschulen. Wichtig ist, dass man auch Gemeinschaftsschulen christlich nennen kann, denn hier werden die Kinder aller Bekenntnisse oder auch Nichtbekenntnisse, Zitat, in aller Offenheit für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. So sagt es der Kommentar zum Schulgesetz. Fachunterricht wird ohne Bindung an ein bestimmtes christliches Bekenntnis gegeben. Religiöse Erziehung findet im Religionsunterricht statt. An Bekenntnisschulen werden Kinder nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses erzogen und unterrichtet, so sagt es das Schulgesetz. Hier beschränkt sich der Einfluss der Bekenntnisse nicht nur auf einen Teil der Bildung, sondern, Zitat, das bekenntnismäßige Gepräge der Schule ist auch bei der Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern, der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler, beim Lehrplan und Lehrstoff sowie bei der Auswahl der Lehr- und Lernmittel angemessen zu berücksichtigen. Kommentar zum Schulgesetz. Das heißt aber auch, die Zusammensetzung des Lehrkörpers und der Schülerschaft ist konfessionell homogen, wobei nur Ausnahmen möglich sind, und zwar mit der Änderung ganz klar Ausnahmen. Aber nicht nur auf dem Papier müssen die Lehrerinnen und Lehrer dem Bekenntnis hörig sein, auch die, Zitat, die Einstellung und das Verhalten müssen den Grundsätzen des Bekenntnisses entsprechen. Das heißt, tritt eine Lehrkraft aus der Kirche aus oder heiratet zum Beispiel wieder, im katholischen Fall, dann ist sie ihre Arbeit los. Das Lehramt ist also ein konfessionell gebundener Job. Ein letztes: Gibt es an einer Bekenntnisschule mehr Anmeldungen als freie Plätze, werden Kinder mit dem entsprechenden Bekenntnis bevorzugt. Die Konsequenz ist teilweise ein kilometerlanger Schulweg für Kinder anderer Glaubensrichtungen oder ohne Bekenntnis. Warum gehören Bekenntnisschulen also grundsätzlich abgeschafft? Das war ja meine Forderung, Frau Bär ist darauf eingegangen. Und ja, die Verfassung kann man mit Mehrheiten ändern. Wir wissen, dass es in der Verfassung steht. Warum gehören die Bekenntnisschulen grundsätzlich abgeschafft und nicht nur anders geregelt? Erstens, die Aufnahme an der nächstgelegenen öffentlichen Grundschule, die darf nicht vom Glauben abhängen. Zweitens, öffentliche, konfessionell gebundene Arbeitsstellen sollten die absolute Ausnahme sein und für den Grundschulunterricht sind sie nicht notwendig. Drittens, wörtlich genommen reden wir hier über Grundschulen, die theoretisch den Kreationismus im Sachunterricht geben können.
Und dagegen sagen wir, Bildungsinhalte haben auf fundierten und belegbaren Erkenntnissen zu basieren. Sie tun so, als wollten Sie mehr Elternwillen und mehr Partizipation, mehr Inklusion und mehr Integration. All das ist an Bekenntnisschulen mindestens gefährdet. All das wird durch ein Gesetz behindert, das den Status quo auf unabsehbare Zeit zementiert. Ich bin sofort fertig. All das können wir besser erreichen, wenn wir nicht über eine mögliche Umwandlung der Bekenntnisschulen reden, sondern die Bekenntnisschulen einfach in säkulare Gemeinschaftsschulen umwandeln. Und zwar alle, und zwar jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching.